Wissen Sie, was ein Jugendwerkstatt ist? Ja, ja. Nein. Nein, das weiß ich nicht. Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, ich weiß es. Ja, das weiß ich. Haben Sie schon einmal von der Jugendwerkstatt gehört? Nein, eigentlich nicht. Nein, noch nicht? Ja, sicher, gehört auf jeden Fall, weil ich lese 4 Zeitungen am Tag. Ich weiß nicht, welche Jugendwerkstätte Sie jetzt meinen, aber ich komme aus dem Burgenland und da im Burgenland gibt es auch eine Jugendwerkstätte und von der habe ich schon gehört. Ja, habe ich. Was halten Sie von der Jugendwerkstatt? Finde ich gut. Es ist sehr schön in der Jugendwerkstatt. Man kann viele neue Arbeiten kennenlernen, Werkstätte besuchen. Also ich finde, das ist eine sehr gute Einrichtung, eine Jugendwerkstätte, da sie doch den Jugendlichen große Chance gibt, ins Arbeitsleben integriert zu werden. Ja, sicher, ich finde es gut. Die Jugend soll was machen und unter anderem Handwerk lernen. Ja. Ich sehe es von meinem Sohn, der war im DGM und der kann praktisch alle Handwerke, er kann sich selber fließen legen etc. Ja. Sollte es mehr Jugendwerkstätte geben? Also ich finde schon, wenn es keine Lehrstellen gibt, dann schon. In jedem Bundesland, in jeder größeren Stadt, auf jeden Fall, ja? Schon, ja. Weil dann schon die Jugendlichen mehr beschäftigt. Wie denken Sie über Arbeitslose oder arbeitssuchenden Jugendlichen? Ja, dass die arbeitslosen Jugendlichen und die arbeitssuchenden Jugendlichen in der heutigen Zeit es sehr schwer haben, eine Arbeit zu finden. Und ich glaube, dass ein Großteil der Jugendlichen nicht selber schuld ist, keine Arbeit zu finden. Und daher ist es sicherlich sehr gut, dass es Jugendwerkstätten gibt, wo die Jugendlichen leicht eine Arbeit finden. Naja, das ist ein großes Problem. Eine Vollbeschäftigung wird wahrscheinlich nie mehr kommen. Ja, bedingt durch Rationalisierungen, durch Computer etc. Ja. Also außer in einigen Berufen, wo also ein Mangel an Lehrlingen und so weiter ist. Ja. Ja, es sollte mehr Arbeit geben, damit sich die Jugendlichen bewerben können. Arbeitslose Jugendliche, naja, wenn sie nicht arbeiten wollen, sind sie uns selber schuld. Wenn sie wirklich Arbeit suchen und keine kriegen, dann tun es mir leid, meine Schwester ist auch so. Und deswegen finde ich solche Jugendstätten gut, wenn es schön, wenn man lernen was. Ich finde es schade eigentlich, dass es so viele arbeitslose Jugendliche gibt, auch bei uns in Österreich, weil wir haben an sich genug Geld, dass wir uns das leisten könnten, sage ich mal, dass es auch Arbeitsplätze gibt für junge Menschen. Und ich sehe aber, dass es auch nicht nur ein österreichisches Problem ist. Also das ist auf der ganzen Welt so. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Was könnte man tun, um Jugendliche bei der Lehrstelle suchen zu helfen? Da bin ich momentan überfragt. Aber ich glaube, dass die Wirtschaft selbst keine große Interesse hat, Jugendliche auszubilden. Mhm. Okay. Ja, auf jeden Fall. Es muss nicht nur das Arbeitsamt sein, sondern Kirchen, Gewerkschaft etc., wo sich die Jugendlichen hinwenden können und dann etwas lernen. Ja? Mehr Firmen aufmachen. Dass es wieder so ist, dass mehr Arbeitgeber mehr Lehrstellen hergeben. Gutes Informationsangebot. Dass man in die Schulen geht, dass man zu den Leuten hingeht und auf sie eingeht und wirklich schaut, was interessiert die Jugendlichen und nicht ihnen versucht, irgendwie einzubläuen, okay, die Arbeitswelt ist jetzt so oder so und da müsste jetzt nachher so oder so sein, sondern dass man einfach auf die Leute zugeht und einfach schaut, was steckt in den Menschen drin. Was sollten die Jugendlichen tun, um eine Lehrstelle zu finden? Das Telefonbuch nehmen und jede Firma anrufen. Ja, ich sagte schon vorher, die Jugendlichen bemühen sich sicherlich größtenteils eine Lehrstelle zu finden. Und einige, die wirklich keine Lehrstelle finden, denke ich, sind vielleicht genauso selber schuld, als wie manche schuld sind, dass sie den Jugendlichen keine Arbeit geben. Okay. Naja, zu den entsprechenden Organisationen, also wie ich schon zuerst erwähnt habe, kirchlich, AMS und natürlich Gewerkschaft,
etc. Auf jeden Fall, gell? Mehr Bewerbungen, Telefonbuch nehmen, nachschauen. Gibt es Ihre Meinungen nach zu vielen arbeitslosen Jugendlichen? Ja. Eigentlich schon. Okay. Ja, wobei ich keine bestimmten Zahlen kenne. Also ich weiß nicht, wie das denn in Österreich so genau ist, wie viele jetzt wirklich arbeitslos sind. Ja, natürlich gibt es zu viele arbeitslose Jugendlichen, denn die Jugendlichen sind ja unsere Zukunft und ich als ältere Generation müsste ja froh sein, dass die Jugendlichen im Arbeitsmarkt integriert sind, damit ja auch meine Zukunft im Alter gesichert ist. Okay. Ja, sicher. Ja, sicher. Manche sind selber schuld, aber die meisten suchen Arbeit und wollen Arbeit und sind frustriert, dass sie keine Arbeit haben. Nein, da, und es muss auf jeden Fall was gemacht werden. Auch Mangelberufe, und so sollen Mädchen nicht nur Friseurin werden, sondern auch handwerklich, Kfz-Mechaniker zum Beispiel. Ne? Ja. Wenn es mehr Arbeit geben würde, dann hätten die Jugendlichen mehr Chancen. Gibt Ihre Meinungen nach zu wenigen Für junge Leute, ja, ich glaube, das ist ziemlich schwierig. Es werden eher ältere Leute eingestellt in Wien. Ja, wie gesagt, es gibt zu wenig Lehrstellen, sollte mehr Arbeitgeber geben. Viel zu wenig. Ja, das ist sicher. Ja, es gehört noch mehr forciert, dass mehr ausländische Firmen zu uns kommen, so wie General Motors, und in Werkstätten einbauen. Man will ja sowieso Jugendliche, weil sie viel billiger sind als ein 60-Jähriger. Ja? Ja, wie ich schon vorhin sagte, Lehrstellen würde es genug geben. Nur ist die Frage, ob die Interesse gegeben ist, also Lehrlinge auszubilden. Und ich glaube eher, dass das Interesse, Lehrlinge auszubilden, sehr gering ist von manchen Arbeitgebern. Ja. Alles gut, danke, Wiedersehen. Ich danke Ihnen vielmals. Gern geschehen. Okay, danke. Und ich danke für das Interview. Ich danke Ihnen auch. Das war die Maria.